mir nicht um mein Zettel hier. Oslo gefahren für eine Außenkabine und Buffet. Nee, dazu kommt der Service, diesen Ledger und die Colorline. Mhm. Insgesamt 9 Euro. Genau. So, parken. Parken haben wir eigentlich einmal. Wir hatten ja ein ganz, ganz, ganz wichtiges Tool, was uns da immer geholfen hat, wie wir diese Reise fanden. Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Heutiges Thema, unser Fazit von der Norwegen-Reise. Also, unser Video ist in 4 Abschnitte unterteilt. Das heißt, ihr könnt da auch hinspulen, wenn ihr wollt. Und zwar einmal die Reisedauer und Reiseroute. Dann haben wir die Kostenaufstellung. Wir haben die Schlafplätze. Schlafplätze, danke. Kannst nicht ganz immer alles lesen. Und die Gesamtfazit der Reise. Und los geht's jetzt mit dem Reiseplan. Wir waren vom 28.07. bis zum 15.08., also genau 19 Tage unterwegs. Offiziell gestartet sind wir in Kiel. Also man könnte jetzt sagen, wir sind auch früher noch gestartet, aber unsere Hochzeit rechnen wir mal nicht dazu. Genau. Von Kiel sind wir mit der Colorline nach Oslo gefahren. Für eine Außenkabine und Buffet-Restaurant für 2 Personen haben wir mal schlappe 592 Euro bezahlt. Und insgesamt sind wir 6.300 Kilometer gefahren. Davon sind 5,7 Pi mal Daumen von Oslo bis nach Flensburg. Das geht eigentlich auch kürzer, aber wir haben die längere Route einmal über Norwegen gemacht. Und dann kommen natürlich die 300 Kilometer, die wir von zu Hause bis nach Kiel und auch 300 Kilometer, die wir bis nach Flensburg brauchen. Deshalb 6.300. Ja, und die Reise steht unter dem Motto: Ja, so sind wir nicht gefahren. Wir hatten eigentlich einen anderen Plan, aber das machen wir nicht. Denn wir blenden euch mal jetzt den ursprünglichen Reiseplan, die ursprüngliche Reiseroute ein. Die hatten wir euch auch in dem, ich überlege gerade, in diese Urlaube 2019 Video vorgestellt. Das ist es nicht geworden. Nicht mal ansatzweise. Bei uns ändert sich halt immer schnell viel. Ja. Mhm. Und ja, die Route, die wir nun im Endeffekt gefahren sind, also die zeigen wir euch jetzt mal in Teilabschnitten, weil, das muss man dazu sagen, Google Maps kann so viele Abschnitte nicht auf einen Schlag machen, deshalb sind es Teilabschnitte. Also zuerst von Kiel nach Oslo, dann nach Vrådal, dann Soknenvik, glaube ich, hieß das. Das war irgendwo auf dem Berg, wo wir übernachtet haben. Ja, sehr schön. Dann Geiranger, Atlantikstraße und dann irgendwo an der E39 Richtung Trondheim. Der zweite Abschnitt, der war dann halt von der E39 Trondheim über Mo i Rana nach Moskenes, Leknes, Lødingen. Wer Moskenes, Leknes, Lødingen nicht kennt, der kann Stefan euch sagen, wo liegt das? Das liegt auf den Lofoten. Ah, hat aufgepasst. Sehr ja, gut. Ja. Ja, der dritte Abschnitt ist dann von Lødingen nach Bognes über die Salztraumen, den Svertisengletscher. Dann waren wir kurz vor Schweden, das haben wir durch Zufall nochmal entdeckt. Und dann waren wir in Grand Marca, das ist in der Nähe von Steinkjær, wer das nicht unbedingt kennt. Ja, und der letzte Abschnitt war Grand Marca, der Dovre-Rondan-Nationalpark. Dann war es Skuleviken, das war der letzte Platz in Norwegen, wo wir geschlafen haben. An einem schönen See, ne? Genau. Dann war es Kungsbaka, Asperup und dann das Ende war Flensburg von unserer Reise. Ja. Das ist unser Reiseplan. Reisedauer, wie gesagt, 19 Tage, 6.300 Kilometer. Und was das alles gekostet hat, das darf ich euch Stefan erzählen. Genau. Also, zu den Kosten. Der Marcel wird mich so ein bisschen unterstützen, weil es ist seine Handschrift und ich kann nicht immer alles ganz entziffern. Also von daher, bitte um... Das ignoriere ich jetzt gekonnt. Um Rücksichtsnahme da. So, also, wir haben insgesamt 613,35 Euro für Tankkosten ausgegeben. Purer Diesel. Purer Diesel, genau, das ist richtig. Also kein Sprit für uns, sondern halt Sprit für unser tolles Gefährt. Wir hatten bestimmte Tankautomaten dort. Also das heißt, das Tanken war zum größten Teil ohne Tankwart. Ein paar Mal hatten wir das auch mit, aber die Tankautomaten waren ganz eigentlich recht einfach gemacht. Und da war es auch günstiger.
Aber was dann auch günstiger, genau. Und die wurden einfach Karte rein, dann sagst du, welche Säule und schon geht's los, tankst du und zum Schluss nochmal Karte rein und dann kriegst du die Quittung. Dann haben wir die Fährkosten. Insgesamt waren das 267,25. Da sind jetzt alle Fährkosten reingerechnet, bis auf die große Reise, nämlich unsere Color Line. Die kommt gleich. Dann hatten wir noch eine Fährfahrt. Ach ja, die ist auch nicht dabei gewesen, nämlich zum Swartisengletscher. Das war ohne Bulli, also einfach nur wir zwei Leute, also 20 Kronen pro, nee Quatsch, 20 Euro pro Person. Pro Person. Und dann haben wir natürlich die Color Line noch mit 592 Euro. Da ist dann auch das Essen mit drin gewesen. Insgesamt sind wir dabei auf Fähr- und Tankkosten auf 900. Nee, nur die Fährkosten. Ah, nur die Fährkosten, Entschuldigung, nur die Fährkosten auf 908 Euro gekommen. So, stimmt, die Tankkosten sind extra, richtig. Dann haben wir Maut gehabt. Die Maut ist, ja, ich würde sagen, vor zwei Tagen eingetrudelt. Ja, wir haben gewartet. Wir sind jetzt am 2. November, das heißt, wir sind auf einer anderen Reise. Haben halt jetzt hier das Fazitvideo wollen wir jetzt hier drehen halt. Also 80 Tage, ne? Also das dauert echt lange, bis das da ist, obwohl ich das schon übers Internet vorher beantragt habe. Also das heißt, sie konnten mich schon gleich zusortieren und so weiter, hat es trotzdem noch so lange gedauert. Naja, die sagen wirklich 80 Tage, wenn du das letzte Mal durch einen... Aber bei EPC steht auch drin, dass es schneller gehen soll, ja. wenn du halt das dir vorher, also das Fahrzeug dir vorher anmeldest. Wir glauben den ADAC, da stand nämlich drin, wenn du durch die letzte Mautstelle gefahren bist, dauert das circa 80 Tage. Genau. Und ich glaube, der ADAC hatte mehr recht. Genau, und zwar waren das jetzt von den Kosten her, damit wir das auch mal vollständig haben, 94,84 €. Wir haben aber auch noch Maut in Schweden gehabt, nämlich in Göteborg, das waren 1,60 €. Das heißt, nur weil wir da durchgefahren sind. Ja, du wolltest noch was sagen? Ja, kurz. Wir blenden euch mal diese ganzen Mautstationen hier ein. Die lassen wir einfach mal über mich blenden, weil das waren ja einige, ne? 94 Euro, das sind einige. Und das lassen wir einfach mal jetzt mal hier so rüberblenden. Schaut euch das mal einfach so an. Genau. So, dann haben wir... das muss ich jetzt erstmal eruieren. Was Brückenmaut? Ist das? Ach, die Brückenmaut. Ja, die Brückenmaut in die Öresundbrücke natürlich. Das war auf der Rücktour. Die hatte 61,39 € gekostet. Dann haben wir die Store Belt. Über den großen Belt. Ja, über diesen großen Belt, genau rüber. Das waren 33 Euro. Ja, und damit haben wir jetzt für die Maut und so weiter, das sind die Gesamtkosten, nehme ich an, oder? Für die Maut. Das da. Da ist ein Fehler drin. Da wollte ich gerade sagen. Das sieht auch nach einem kleinen Fehler aus. Marcel, der rechnet nochmal. Ich sag's dann zum Schluss nochmal. Oder wir stoppen mal kurz. Also, nochmal in der nächsten Szene. Die Gesamtkosten, das sind 191 Euro. Also gerundet, ne? Wir gehen jetzt nicht auf die Cent. Nein, das ist jetzt echt gerundet, genau. So, Parken. Parken haben wir eigentlich einmal bezahlt. Und danach nie wieder. Das war nämlich in Oslo. Für anderthalb Stunden waren das jetzt mal sage und schreibe 16 Euro. Also das war doch etwas viel. Aber gut, so ist es halt. Ne? Dann Campingplätze. Da haben wir zwei Übernachtungen gehabt. Nur über die gesamte Reise. No. Und zwar in Gairanga. Und da haben wir 58,42 Euro ausgegeben. Ja, dann kommen wir mal zu den Lebensmitteln. Die Lebensmittel, wir haben fast immer frisch gekocht, also kaum Restaurant bzw. gar nicht Restaurant. Das einzige Restaurant war das Buffet-Restaurant auf dem Schiff und danach nie wieder. Und unsere viermal Fertiggerichte, war das viermal oder dreimal? Ja. Weiß ich nicht, aber gut. So, da haben wir auf jeden Fall 394 Euro ausgegeben, also ich glaube, das ist auch gerundet. Aber das war halt, ja, war aber gut. Also von daher, das Essen war, also ich muss sagen, die Lebensmittel waren wirklich sehr gut von der Qualität. Ja. Das muss man ehrlich sagen. Da würden wir euch auch immer empfehlen, geht in den Rema 1000. Das ist für uns, glaube ich, der günstigste Laden in Norwegen, wo man aber gute Produkte kaufen kann. Genau. Jetzt musst du mir hier nochmal ganz kurz helfen. Das bleibt so. Was, also, das bleibt so? Insgesamt, Spritkosten, Fährkosten, Mautkosten, Parken, Camping, Lebensmittel, haben wir 1540 Euro bezahlt. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Aber
Natürlich haben wir die Collerline noch, dann haben wir die Sativen-Gletscher, dann haben wir noch ein bisschen auf dem Schiff was gemacht. Das hat roundabout 701 Euro gekostet. Ja, das ist so ein bisschen Vergnügen, ne? Vergnügen. Ja, also gut, die Fährfahrt, man hätte ja auch andere Wege nehmen können. Dafür machen wir ja später nochmal ein Video, welche Wege man so nehmen könnte. Wir haben uns halt für den Weg entschieden und der war für uns auch ganz gut. Und ja, genau. Und das sind nochmal 701 Euro. Da ist dann auch alles dann halt drin, was wir an zusätzlichen Luxus gehabt haben. Ja, wir waren 19 Tage unterwegs mit zwei Personen und haben alles insgesamt mit allem drum und dran 2.241 Euro ausgegeben. Ganz ehrlich, das muss ich sagen, ist wirklich nicht viel. Wir haben mit weitaus mehr gerechnet. Also wir haben eigentlich so um die 4 gerechnet, ne, würde ich sagen. Aber das liegt daran, wirklich nur 2 Nächte Camping, danach immer freistehen. Wir haben also nirgendwo anders wirklich nochmal Campinggeld bezahlt. Ja, ja. Und Wasser, wir haben 220 Liter getankt für 0 Euro. Überall war das Wasser kostenlos, kostenfrei. Also richtig, richtig gut, wirklich. Und du hast es auch überall einfach gekriegt. Also es war nicht irgendwie, dass du da überall nachfragen musst oder so, sondern es ist halt da. Na, es war eine Hähne da und da konntest du halt dich halt bedienen. Genau. Ja, dann geht's jetzt weiter mit den Schlafplätzen, Internet und dies und das. Ja, wie wir ja gerade gesagt haben, bis auf Geiranger haben wir ja immer freigestanden. Und dafür hatten wir ein ganz, ganz, ganz wichtiges Tool, was uns da immer geholfen hat. Und das war die App Park4Night. Wir nutzen sie auch gerade wieder in diesem Urlaub. Ja. Und mega, mega Instrument, wirklich. Wir mega fragen gut. uns, warum wir sie vorher nicht genutzt haben. Weil lustigerweise in unserer App-Vorstellung haben wir Park4Night vorgestellt und haben auch schon mitgeteilt, dass wir sie noch nie genutzt haben. Das stimmt, ja. Wobei, man muss dazu sagen, die App hat auch einen großen Nachteil. Sie hat tausende von Vorteilen, aber einen einzigen großen Nachteil. Natürlich, alle anderen haben diese App auch. Das heißt, du wirst nie alleine stehen. Es ist in Norwegen gerade, weil es sehr voll war, also Ferienzeit war, war es natürlich dann dementsprechend auch voll auf diesen Plätzen. Das stimmt schon. Also. Aber das ist der einzige Nachteil. Und ich finde, also eigentlich unter Campern, also wir hatten bis jetzt nie negative Erfahrungen mit Mitcampern. Nein, deshalb, die waren alle nett, um Gottes Willen. Also ist dieser eine negative Punkt wirklich? Es ist nur halt Schall und Rauch. Genau, der Rauch. Nein, aber manche möchten halt gerne allein stehen und das ist dann halt doch nicht mit der App. Ein bisschen schwierig, würde ich jetzt sagen. Es sei denn, man ist halt außerhalb der Saison unterwegs, wie wir jetzt. Wir stehen hier aktuell wirklich alleine. Noch, ja, gut. Mal sehen, was noch kommt. Auf jeden Fall, wir blenden euch mal einmal alle Plätze ein. Also die lassen wir jetzt auch mal, das ist so eine Übersichtskarte, damit ihr einfach seht, was für Plätze das alles waren. Und die einzelnen Koordinaten von den Plätzen, die findet ihr in der Beschreibung. Und die Infos zu den jeweiligen Plätzen, weil wir haben sie ja alle angefahren und haben dort übernachtet, die findet ihr in den Reiseflogs. Genau. Ja, dann bin ich mal gespannt. Ich habe hier einen Topplatz und eine Nacht mehr nicht. Ich bin mal gespannt. Ich habe mir was aufgeschrieben, mal sehen, was Stefan sagt. Was war sein absoluter Topplatz auf dieser Reise? Mein absoluter Top-Platz auf dieser Reise, das muss ich sagen, war der Strand mit dem schönen Lagerfeuer. Das war schon echt ein mega Highlight. Also das fand ich wirklich gut. Der Platz, den ich nenne, eine Nacht mehr nicht. Eine Nacht mehr nicht? Genau, du würdest, eine Nacht reicht aus, aber für mehr würde ich da auf jeden Fall nicht nochmal hinfahren. Also ich würde da schon nochmal hinfahren. Oder wie meinst du Nein. das jetzt? Ein Topplatz hast du gerade genannt. Ach so. Ich möchte ihn nicht negativ, weil es war kein Ach Platz so, negativ. Eine Nacht, aber ja, eine Nacht mehr nicht. Ja, das war auf jeden Fall der in Schweden. Das war jetzt, ja,
relativ laut. Jetzt könnte Wobei ich eigentlich gar nicht. Ich würde da nicht nochmal hinfahren wollen. Genau, jetzt könnte ich meine nennen, aber Stefan hat sie genannt. Topplatz, Strandparkplatz bei den Salzraum nähe Bodo und eine Nacht mehr nicht, der ja, Park-and-Ride-Platz in Schweden. Hab ich mir gedacht. Also wir haben da wirklich, also ja. Er hat nicht hier vorher drauf geguckt auf diesen Zettel, wo die ganzen Infos draufstehen. Nein, ich habe mich ums Feuer gekümmert, er hat den Zettel geschrieben, also ich kannte den nicht. Und meine Schrift kann er eh nicht so lesen, deshalb. Ja, genau. Ihr seht, wir sind da wirklich eine Meinung. Ja, Internet. Ich glaube... Gar kein Problem. Gar nicht. Überhaupt nicht. Ich würde sagen, bis auf wenige Kilometer. Also ganz wenige Kilometer, wo ich gar kein Internet hatte. Ich glaube, ganz an dieser Atlantikstraße, also nicht an der Atlantikstraße selber, sondern einfach den Atlantik an der B17 runter. Oder so. Ja, ja. Das war halt oberhalb von Salztraum, dann ging es runter. Oder nee, von Salztraum nicht, von Bodo, ne? Ah ja, das ist dann, ja dann da dann oben. Ja, ja, genau. Und dann da runter direkt am Wasser lang. Da hatte man mal ein paar Kilometer, wo man nichts hat. Aber... Ist ja nicht schlimm an sich. Aber Norwegen ist sehr fortschrittlich, nicht so wie das Entwicklungsland Deutschland. Das ist richtig, das muss man definitiv so sagen, ja. Ja, und dann haben wir noch etwas erlebt. Ihr wisst ja, Norwegen ist ja so ökologisch gedacht. Es dürfen bald keine großen Kreuzfahrtschiffe mehr rein. Die Dieselfahrzeuge werden ab 2030 da auch nicht mehr gebaut oder zugelassen. Hm. Ja, das finden wir ein bisschen als eine große Ironie. Also wir haben einige Tesla gesehen, muss man sagen. Ja, es gibt schon einige, das stimmt schon. Aber nicht so viele. Also für den Vergleich, sage ich mal, zu anderen Ländern waren es schon sehr viele. Aber naja, gut. Und eins muss man halt auch sagen, also ganz so umweltfreundlich, muss ich ehrlich sagen, sind die auch nicht wirklich. Also Plastiktüten gibt es en masse, da fängt es schon mal an, was bei uns ja schon mal gar nicht mehr existiert. Das gibt's en masse, das kriegst du hinterher. Oh, wollen Sie noch eine Tüte und noch eine? Ah ja, hier ist noch eine. Und da ist Schweden aber noch schlimmer. Oi. Schweden war auch. Die verpacken jede einzelne Paprika. Ja, das ist also. Naja, also. Und auch diverse andere Sachen, die wir gesehen aber haben. Aber zur Diesel-Ironie einfach nochmal gesagt: Wir haben zig Bahnstrecken, Fähren, guck mal, Bahnstrecken gesehen. Ja. Die sind alle dieselbetrieben. Ja. Ganz wenig elektrobetrieben, wo ich mir denke: Na, das macht dann Sinn. Die Autos verbietet da, aber Dieselfahrzeuge fahren noch hin. Ja, und dann die komisch, ja. Ganz, ganz, ganz alten Fähren, die da umherfahren. Ja, also das ist wirklich ordentlich, was die da rausdonnern. Das muss man schon ehrlich sagen, ja. Ja, ja, so viel zu Schlafplätze, Internet, dies und das, was wir euch noch sagen wollten. Und jetzt kommen wir eigentlich zu unserem Gesamtfazit. Ja, das Gesamtfazit, dafür brauche ich das hier nicht. Nein. Weil das machen wir wirklich ohne Vorbereitung, ohne irgendetwas. Weil das sprechen wir, glaube ich, jetzt aus dem Herzen, aus dem Bauch heraus, wie wir diese Reise fanden. Also Sternebewertung würde ich sagen, 5-Sterne-Bewertung. Definitiv. Also es war unheimlich atemberaubende Landschaft. Es war mega, mega schön. Es war, also generell. Also es war alles locker. Es war keiner, der... dich irgendwo genötigt, gedrängt oder irgendwas hat zu irgendwelche Sachen, dass du, sag ich mal, irgendwo weg musstest oder sowas, weil du halt ja auch freigestanden hast. Also das war schon wirklich gut. Wetter hat mitgespielt, muss man auch sagen. Ja, also ihr habt ja die Videos jetzt alle gesehen. Gehen wir mal davon aus, ihr guckt nicht nur das Fazitvideo, sondern unser ganzer Reisevlog. Wahrscheinlich. Ne? Da habt ihr gesehen. Es lohnt sich, die anzugucken, genau. Definitiv. Wir hatten immer mal wieder Regen, wir hatten sogar stark Regen und haben gesagt, die Welt geht unter. Aber dann, in den wichtigen Momenten, dann, wenn wir filmen wollten, dann, wenn wir euch was zeigen wollten, hat nur geklappt. Ja. War immer gutes Wetter. Ja, definitiv. Das war dann mega gut. Ja. Auch von den Temperaturen her. Lofoten. In einem Video habt ihr das vielleicht gesehen. Wir hatten da 13 Grad. Wir stehen da im T-Shirt und sagen, es ist richtig warm. Ja. Ja, das war wirklich warm. Also das war gefühlt echt 25 Grad, das muss man schon sagen. Hier heute nicht ganz. Nee, hier glaube ich haben wir um die 4 Grad gerade. Ja. Jetzt könnte man denken, die sind nicht ganz sicher bei 4 Grad draußen ein Video zu drehen. Deswegen auch ein kleines Feuer, wobei diese Holzschalte nicht so wirklich gut laufen, aber naja. Nee, das wissen wir, da kaufen wir sie nicht nochmal, aber naja. Das war, ich sag mal, in Norwegen besser, das Holz, was da rumlag. Aber hier ist alles Holz zu feucht, deswegen kann man das nicht machen. Das hat halt geregnet hier. Ja. Gibt es sonst irgendwie, also wie gesagt, negative Sachen kann ich ehrlich gesagt mich nicht an irgendwas erinnern. Wirklich nicht. Also wir würden euch empfehlen, macht unbedingt eine Norwegen-Reise 3 Wochen auf jeden Fall. Ja, lohnt sich. Wir haben jetzt keine 3 Wochen, 19 Tage waren wir jetzt nur. Das lag aber wirklich daran, dass wir einfach gesehen haben, dass das Wetter dann nicht mehr mitspielte. Ja. Und das wäre auch, glaube ich, unser Tipp
macht bitte euch keine feste Routenplan, nein, wie ganz am Anfang, wo wir gedacht haben, ach, das ist eine super Route, die machen wir. Richtet euch da echt nach dem Wetter. Das genau. macht auf jeden Fall Sinn, weil das Wetter bestimmt eure Route am besten, um damit ihr auch den besten, bestmöglichsten Urlaub dann halt habt. Ne? Genau, also genau. Das haben wir gemacht und deshalb war das einfach genial. Wir werden irgendwann wieder nach Norwegen reisen, das wissen wir. Ja, definitiv. Wie gesagt, die Kosten halten sich wirklich in Grenzen. Wir haben mit weitaus mehr gerechnet. Und wie gesagt, selbst wenn wir mal die Fährkosten so halbieren, die uns die Color Line gekostet hat, hätten die da drauf gehauen, wir wären bei unter 2000 Euro für zwei Personen. Das versucht man mit einem Flugzeug, mit Hotel etc. pp. Das ich glaube, schwierig, ja, glaube ich auch. Kaum machbar und das ist das Schöne an dem Camping. Norwegen ist halt auch ein bisschen teurer, das darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Das auf jeden Fall. Ja. Aber wir würden es auf jeden Fall immer wieder machen. Und jetzt habe ich noch was vergessen. Ja, erzähl. Das fällt mir doch gerade ein, wo wir vorhin den Reiseplan hatten. Wenn ihr, weil Stefan wollte ja unbedingt auf die Lofoten. Und wie gesagt, frisch vermählt, da tut man seinem Ehemann auch noch den Gefallen und sagt, ja, so was machen wir. Ja, ja. Beim zweiten Mal wüsste ich nicht, ob es normal sei, weil von Trondheim bis nach Bodø sind das über 800 Kilometer. Stinkelangweilig in großen Teilen. Und wir würden sie auf jeden Fall euch raten, macht es nicht am Stück. Einige, die fahren 800. Haben wir auch nicht. Würden wir nicht machen. Wir haben die super Sache gemacht mit 500 Kilometer. Ja, das war das längste. 300 Kilometer. Und bei den 300 Kilometer hatten wir wunderbar Zeit, das Polarkreiszentrum uns anzuschauen. Ja. Das war richtig schön, dort zu sein. Außerdem konnte man da sämtliche Apps nochmal aktualisieren. Ja. Das ist auch immer gut. Hat auch Sinn gemacht, ja. Und wie gesagt, am Stück ist das auf jeden Fall nicht zu empfehlen. Und wir würden euch auch empfehlen, wenn ihr zurückfahrt, fahrt nicht unbedingt die E6, sondern nimmt diese, ich sag mal, Bundesstraße 17, diese Atlantikstraße, weil ihr immer schön am Atlantik lang fahrt. Hm. Das ist echt schön dort, also viel besser als die E6, weil das ist einfach nur querfeldein. Das war nicht so schön, die E6. Das stimmt, ja. Deshalb sind wir auch nochmal über andere Sachen gefahren, über den, wie gesagt, Dove und Rondan Nationalpark, weil das war einfach schön. Viele Sachen haben wir links liegen lassen, das wissen wir. Aber das ist auch ein Grund, warum man es links liegen lässt, weil wir wollen einfach nochmal wiederkommen und dann kann sonst man hat sich, man ja nichts mehr. Dann kann man sich das anschauen. Ja. Und wer zum Nordkap hochfahren will, ja, bitte, kann man gerne machen, aber das ist halt immer so wie jetzt. Also wenn die Kamera in die andere Richtung wäre, ihr würdet nichts sehen. Da ist ein riesen toller Wasserfall, den ich höre, aber nicht sehe. Und so ist das teilweise halt am Nordkap auch. Wenn ihr Pech habt, seid ihr da oben und ihr seht nichts. Wir hatten damals Glück, das muss man sagen, wirklich. Ja. Also aber es gibt auch viele andere, die Glück haben. Wir haben ausprobieren. Auch viele gesehen, die da hochgefahren sind. Wir verfolgen ja nun einige YouTuber. Ja. Die hatten halt teilweise überhaupt kein Glück. Das stimmt, ja. So, ja. Das war's. Fast von unserer Norwegen-Tour. Ein einziges Video gibt es noch. Mhm. Das ist das Vergleichstest. Wir wollen mal einen Vergleichstest aufstellen. Was ist günstiger mit den Fähren oder über Land und Brücke? Und vor allen Dingen für euch ganz wichtig, für euch eine Entscheidungsfindungshilfe. Welchen Weg nutze ich am besten? Also das heißt, was sage ich, okay, ich möchte vielleicht nicht die Fähre fahren, weil es mir einfach zu teuer ist. Was gibt es als Alternativen? Wie sind die Kosten, wie sind die Strapazen dazu, muss man ja schon sagen. Also man hat ja schon ein paar Kilometer, die man auch fahren muss. Gibt Leute, die stürzen nicht, andere, die sagen, ach nee, ich möchte das lieber nicht so. Wir haben beides gemacht und genau, von daher, die beiden werden wir auf jeden Fall ausführlich erklären. Und dann die anderen werden wir mal so ein bisschen eruieren, was es da sonst noch an Routen und Möglichkeiten gibt. Genau. So, und jetzt werden wir eingenebelt. Ich glaube, das ist ein Zeichen von oben. Wir sollen das Video beenden. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben. Ja. Liken. Abonnieren. Genau. Denn das Liken ist Daumen nach oben. Ja, ja, richtig. Teilen meine ich natürlich. Teilen, ja. Kommentieren. Ja. Hat euch was gefallen auf der Reise? Habt ihr Fragen? Weil wir haben hier jetzt nur ein bisschen Norwegen-Erfahrung. Haben wir ja. Ihr könnt gerne Fragen stellen. Wir versuchen sie zu beantworten. Ja, und dann würden wir sagen, sehen wir uns bei einem neuen Video hier bei Kreuzfahrtbulli. Ciao, ciao. Tschüss.